Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Also die Wogen sind bei diesem Sachthema etwas hochgegangen, was mir das Gefühl erwachsen lässt, jemand fühlt sich da auf frischer Tat ertappt, bei welcher auch immer. Ich habe mich jetzt abschließend zu Wort gemeldet, um jetzt nüchtern auf die Chronologie des Heumarkt-Projekts sowie auf den einen oder anderen Vorredner einzugehen. Zuerst, eben jetzt zur Chronologie, mit 73 Meter Höhe veranschlagt, haben die ersten Proteste, die ja dazu geführt haben, die Turmhöhe zumindest einmal auf 66 Meter redimensionieren lassen. Das war natürlich noch immer zu hoch, deswegen gab es Bürgerpetitionen, der erste Redner hat schon angesprochen, Bürgerversammlungen und selbst einen Mehrheitsentscheid der grünen Basis gegen das Hochhausprojekt. Aber alles wurde missachtet. Im Frühjahr 2019 wurde endlich reagiert. Die rot-grüne Stadtregierung hat das Projekt für 2 Jahre auf Eis gelegt. Diese Redewendung wurde leider zu ernst genommen, denn sobald das Eis in der Frühlingssonne geschmolzen ist, nahm das Projekt wieder Fahrt auf. Die Forderung der UNESCO, die, wie bereits erwähnt, der Wiener Innenstadt den Weltkulturstatus abzuerkennen droht, ist ja eindeutig. Maximale Obergrenze von 43 Metern. Das als Vergleich ist in etwa die jetzige Bauhöhe des Hotel Intercont. Die lapidare Gegenposition, der wurde auch schon genannt von Kollegen Schreuder, des Wiener Landtagspräsidenten Woller sowie des SPÖ-Planungssprechers Al-Rawi, war einfach die Antwort, das ist lächerlich. Begründet wird diese Lächerlichkeit damit, dass zum einen 43 Meter lediglich von der österreichischen UNESCO-Kommission, also von der österreichischen UNESCO-Kommission genannt wird, die aber in dem internationalen Beratungsgremium so und so kein Entscheidungsrecht haben. Dem widerspricht naturgemäß die österreichische UNESCO-Kommission. Und zum anderen, dass ein Rechtsanspruch seitens des Bauwerbers besteht, dagegen könnte man nichts machen. Also das bedeutet jetzt im Klartext, die Gemeinde Wien verpflichtet sich vorerst bei Immobilieninvestoren, um dann bei Protesten oder Gegenwind argumentieren zu können, jetzt können wir leider nichts mehr machen, aber wir verhandeln eh, also eine Beruhigungsphase wird eingeleitet. Wenn Rot-Grün in Wien das Weltkulturerbe sowie auch Bürgerinitiativen ernst nimmt, kann dabei noch nicht das letzte Wort gesprochen sein und der Antrag zielt jetzt darauf hin, dass letztendlich auch die Bundesregierung in die Pflicht genommen wird.